mega gut, wenn du auch tiefere Stimmen sprichst. Ja, ich mag das auch sehr gern. Kannst du mal so tief sprechen, wie du kannst? Ja, vielleicht. Was weiß ich, was soll ich sagen? Vielleicht kann ich einen Artikel vorlesen. So tief, wie ich kann. Okay. Ich fühle mich so exposed dabei. Ich darf nicht auf den Chat gucken. Ich versuche so tief, wie ich kann, okay? Okay, Bananenbrot ist ein aus Bananen, Mehl und anderen Zutaten zubereiteter Kuchen. Es wird je nach Rezept aus zerkleinerten Bananen, Weizenmehl, Zucker, Backpulver, Butter, Milch und Ei bzw. Sojamilch oder Tofu hergestellt. Als weitere Zutaten können Nüsse, Rosinen oder Datteln sowie Gewürze verwendet werden. Bananenbrot wird meist in einer Kastenform gebacken und in Scheiben geschnitten serviert. Aufgrund des hohen Gehalts an Kohlenhydraten kann es als Energielieferant bei Ausdauersportarten dienen. Bananenbrot ist vergleichsweise schnell und einfach zuzubereiten und insbesondere in den USA und Australien beliebt. Wann genau es erfunden wurde, ist nicht bekannt. Es könnte bereits Ende des 18. Jahrhunderts gewesen sein, als Pottasche, okay, als Pottasche, als Triebmittel hinge. Was? Als Pottasche, als Triebmittel in Gebrauch kam. So, ja, so ist der Satz Deutsch. Dagegen spricht, dass es im ersten. Was? Das ist. Scheiße. Dagegen spricht. Ich kann nicht mehr weitermachen. Ich kann nicht mehr raus. Das war's. Jetzt bin ich echt draußen. Ihr solltet aber, was ich sagen will, ihr solltet. Oh fuck. Ihr solltet alle Bananenbrot essen, weil ich finde Bananenbrot super lecker. Das würde ich einen ganzen Stream lang machen müssen, wenn mal jemand dieses Command einlöst irgendwann. Kannst du den Wiki-Eintrag zu Thunfischen vorlesen? Zu Thunfischen? Okay, kannst probieren. So, das Ding ist, meine Range ist etwas, an der ich wirklich arbeiten möchte, damit das besser wird, weil ich denke, ich habe Potenzial und wenn ich das weiter ausbaue, dann ist das ganz gut. Was weiter machst, kannst du bei Batman sprechen? Ja, let's go. Thunfische bezeichnen eine Gattung großer Raubfische, die in allen tropischen, subtropischen und gemäßigten Meeren vorkommen. Sie gehören zu den wichtigsten Speisefischen und sind von großer Fischerei. Einige der 8 Arten sind inzwischen durch Überfischung gefährdet. Merkmale: Thunfische haben einen langgestreckten, spindelförmigen, seitlich nur wenig abgeflachten Körper, dessen Schwerpunkt in Vor. Was? Ich. Ach Mann, ey. Ich sollte langsam lesen. Thunfische haben einen langgestreckten, spindelförmigen, seitlich nur wenig abgeflachten Körper, dessen Schwerpunkt im vorderen Teil des Rumpfs liegt. Sie erreichen Körperlängen von etwa 1 Meter bis 4,5 Meter und können zwischen 20 Kilo und 700 Kilo schwer werden. Der Körper ist mit sehr kleinen Schuppen bedeckt. Den Vorderkörper umgibt ein Korsett größerer Schuppen. Der Kopf ist spitzkegelig, was auch immer das ist. Das Maul ist endständig, tief gespalten und nicht vorstellbar. Okay, alles klar. Die kleinen konischen Zähne sitzen in jedem Kiefer in einer Reihe. Auf dem ersten Kiemenbogen findet man 19 bis 43 Kiemenrechen. Wow. Die beiden relativ kleinen Rückenflossen stehen eng zusammen. Die längere erste wird von 11 bis 14 Flossenstacheln gestürzt, die kürzere jeweils von 12 bis 16 Weichstacheln. Strahlen. Ich glaube, ich höre jetzt auf, ne? Ich habe tatsächlich schon mal einen Charakter in so einer Stimmlage vertont, glaube ich. Und das war legit. Wait, ich zeige euch, was daraufhin passiert ist, weil das war mein allererstes Mal. Hallo. Hallo, ich. Hi. Mein Name ist nicht Milfi. Not gonna lie, aber es klingt heiß. Nur ich mich gerade selbst. Ey, for real, warum klinge ich so heiß, wenn ich heiser bin? Das ist so. Aber es hat sich gut angefühlt. Bruder, ja, es klingt erotisch. Ich musste extrem viel schreien. Ich bin's nicht gewohnt. So. Euer Baby, ich bring dich zum Schreien. Wait, what am I doing? So tief. Also so lange so tief zu sprechen. Ich habe das Gefühl, alles, was ich in dieser Stimme sage, klingt irgendwie erotisch. Das. Ja, die Antwort ist ja. Ich habe meine Panflöte vergessen. Warum klingt das alles so heiß, was ich sage? Es ist so weird. So, I'm halb away.
Ist das was Luders? Hm? Ist das was Luders? Ich könnte jetzt ein Panflötenkonzert machen. Es hat mir mal jemand so ein Plugin gezeigt. Okay, ihr hört jetzt von mir My Dearest als Panflötenversion, okay? Wollt ihr eine Zugabe? Wollt ihr noch ein Lied hören? Ich werde jetzt Envy Baby. Ich habe sogar eine Karaoke-Version mit Harmonien. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit für den, na, für den Super-GAU? Seid ihr bereit? War das gut? Ja. Super. Ja. Super. Oh, danke schön. Oh, wow, das ist so lieb, weil ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ich habe das einstudiert. Nur für euch. Wünsche euch auch, ihr wärt Lokomotiven einfach. Ihr würdet den ganzen Tag nur Tschu-Tschu machen. Einfach nur Tschu-Tschu. So muss es sein.